Ich werde heute mein Training vertauschen. Und zwar mache ich ja Kniebeuge am Dienstag. Die mache ich allerdings heute. Ich habe einfach Lust auf schwere Kniebeuge. Und dann kommt halt das Bankdrücken morgen dran. Kein Thema für mich. Jedenfalls wird heute in der Beuge mit 80% gearbeitet, 4x4. Und morgen mache ich dann das herkömmliche Bankdrückprogramm. Ja, Leute, so kann es halt mal gehen. Für mich ist es ein schöner Wochenanfang mit schwerer Kniebeuge und ich mache mich jetzt warm, wünsche euch viel Spaß und los geht's mit den Warm-up. Der Kniebeugeplan mit 80%, so ist die Struktur und los geht's mit dem Training. Der letzte Aufwärmsatz mit 67% zwei Stück. Da habe ich auch richtig tief die Beuge reingedrückt und dann ging es los auf 80% mit 4x4. Und ich habe den Gürtel heute sehr leicht drum gemacht, musste also auch sehr schwer arbeiten mit dem Rumpf und dem Rücken. Und das hat natürlich dazu geführt, dass ich die Beuge etwas langsamer ausführte. Er hat aber auch gegen die Rippen gedrückt und er ist während des gesamten Beugens immer etwas gewandert, sag ich mal. Und das war doch etwas unangenehm. Ich wollte aber nicht den Gürtel richtig anknallen, weil dann wird nämlich die Spannung vom Rumpf weggenommen und alles geht auf den Gürtel über und das ist dann für mich wieder unproduktiv für die Entwicklungskraft des Rumpfes. Also nur eine leichte Einstellung und dann kam nach den 3 bis 5 Minuten Pausen mehr zum Ende hinzu, die 5 Minuten die Beugung hinzu. Und ich habe dann doch schon kämpfen müssen hier im vorletzten Satz mit den 4 Wiederholungen. Und ich habe dann im vierten Satz mich zwar zusammengerissen, habe aber gemerkt beim Beugen, der Gürtel war gar nicht mehr so in der Einstellung wie in den letzten Sätzen zuvor. Er war nämlich ein Loch weniger und das führte dazu, dass er recht locker saß, also noch locker als vorher. Und nun ist er auch hin und her gerutscht, richtig. Das habe ich beim Beugen immer wieder gemerkt. Und das war doch nicht so gut gewesen. Man sieht es hier beim letzten, hat es ganz schön gescheppert. Ich bin dann in die Pause rein und habe die Beinpresse aufgebaut mit 170 Kilo. Das sind alte Scheiben noch aus DDR-Zeiten. Die haben wir nicht weggeschmissen. Und dann ging es los mit beim Beugen, nachdem ich wieder fit war. Das hat richtig gut getan, die 3 Sätze. Und wo es dann wieder nach der Pause in die Beinpresse ging, war es auch recht angenehm, die Beinpresse zu bearbeiten mit den 8 Wiederholungen. Und dann war aus. Ich habe es jetzt beinahe vergessen, das Schlusswort zu reden. Ja, Leute, also die Kniebeuge waren heute 1A. 80% waren ideal. 4x4 war sehr gut gewesen. Und hat alles halt hingehauen, die ganze Belastungsstruktur, obwohl ich den ganzen Tag arbeitstechnisch auf dem Fußboden gekniet habe und das 8 Stunden lang. Und wer das kennt, der weiß, von was ich rede. Ja, Leute, morgen mache ich dann halt das Brusttraining, was ich eigentlich heute gemacht hätte, aber nicht wollte. Und da wird es auch noch mal ein bisschen straff werden. Ja, und dann ist auch schon wieder die halbe Woche vorbei im Training. Gut, Leute, ich mache jetzt mich nach Hause, wünsche euch noch einen schönen Abend, trainiert fleißig und wir sehen uns morgen zum Brusttraining. In diesem Sinne, macht's gut, euer Uwe. Es gibt heute wieder Hähnchen aus der Pfanne und zwar was Geschnitzeltes. Ich hatte mir das aus dem Supermarkt geholt. Ihr seht, was alles drin steckt. 14 Gramm Eiweiß auf 100. So, der Ofen geht an und jetzt wird die Temperatur eingestellt. Dann wird noch die doppelte Platte angemacht, weil der Schaffen ist ja sehr groß und da geht der zweite Ring an und es kommt etwas Öl hinein, damit es nicht anbrennt. Ja, und dann wird das ein bisschen verteilt und die Pfanne erhitzt sich. Und wenn das dann soweit ist, das habe ich dann noch so mit dem Handgriff, das ging auch recht schnell, habe ich das Öl nochmal schön verteilt in der Pfanne.
Ja, ist soweit gewesen. Und dann kam das Hähnchen klein rein und dann ging es mit dem Rührlöffel durch und dann wurde schön gerührt, immer schön gerührt. Ich brauchte nicht zu würzen, auch keinen Pfeffer oder Zwiebel oder Knoblauch rein. Das war alles schon fertig in der Packung und dann ging es dann ungefähr nach 20 Minuten leichten Braten Richtung Ende, Ofen aus und ab auf den Teller und das war sehr gut von der Würze her, hat auch sehr gut geschmeckt, war also ein tolles Abendbrot wieder.